Mann, okay. Ah, hier sehen wir das zweite Winner. Sammy's Match, ja. Zwischen Scotty und Rooven. Rooven mit Meta Knight und Scotty heute mal mit Cheek unterwegs. Ja, das kann auf jeden Fall interessant werden. Auf jeden Fall. Also ich frage mich, wie viele Up-Air-to-Up-Bees Ladder-Kombos wir sehen von Meta Knight. Okay. Und ob Sheik nicht einfach konsequent das Neutral gewinnt, das frage ich mich. Wird auf jeden Fall heftig. Ja, also ein Kaleo war auf jeden Fall der schlimmste Feind von von Mr. A, als er noch mit Meta Knight gegen Sheik gespielt hat. Böse Erfahrung sein. Toolstock. Ja, mal gucken, was hier abgeht. Na, momentan. Schöne Konversion. Was? War das ein Jab? Nee, das war ein F-Tilt, ne? F-Tilt killt hier schon extrem früh. Und das ist ein Up-Smash. Oh, noch ein paar Prozente nimmt er mit. Okay. Aber der Bouncing Fish macht's wieder der even. Der Bouncing Fish, beste Attacke im Spiel, meine Damen und Herren. Ist einfach so. Ja, die sieht so cool aus. Ziemlich krass. Okay, sicheren Prozente. Okay. Nehmen wir vielleicht noch einen Grab. Einen leichten Vorsprung für Ruhm. Oh, okay, jetzt wird's gefährlich dann. Okay, was macht Scotty? Was macht Scotty? Okay. Okay. Oh, cool, cool. Das war cool. Ja, beide wissen auf jeden Fall die Plattform gut einzusetzen. Das ist wieder ausgeglichen. Ja, auf einmal hier. Ja, also wenn Schick einmal drin ist. Oh, er hat den ja, schon richtig gereadet, aber leider zu spät irgendwie. Okay, oh, nice. Oh, er wurde nicht von der Dash-Attack getroffen, schon wieder nicht. Spielt jetzt ziemlich relativ schnell und sicher. Ja, Scotty ist auf jeden Fall viel sicherer als die Male davor. Vielleicht mal eingespielt hier bei NIZ Sonntag. Oh, okay. Ja, Ben hat keinen Kill-Throw hier. Oh, okay. Das war scary, dass er das gemacht hat. Okay. Wow. Ja, auf jeden Fall gut. Der Vanish Kill. Nice. 50-50 Vanish Kill. Lol. Ein Best of 5, meine Damen und Herren. Scotty führt jetzt 1-0 gegen. Scotty führt jetzt 1-0. Und mal gucken, ob Rooven vielleicht auf Cloud wechselt. Nein, wir sehen nur den grauen Meta Knight nochmal. Und zwar auf Dreamland. Da kann er jetzt natürlich ziemlich früh killen. Alarm abpusten. Yes, so, wo ist er? Ey, wo ist der Nazi? Nein! Okay, 22%. Okay, komm mal back. Prozent wieder gleich. Oh ja, also das Neutral gewinnt tatsächlich Scotty relativ. Oh, ich dachte, er hätte ihn da gereadet. Das war aber schon heftig. Hätte fast geklappt. Oh, noch eine Dash Attack. Oh, okay. Down Throw. Okay. Diesmal kriegt er da nichts raus. Und er ist auf Stage. Er dachte, der kommt da auf die Plattform auf. 66. Wow, das war riskant. Aber es hat geklappt. 85% auf Rooven. Smatter Knight. Oh, heftig. Er kriegt ihn da mit der Abwehr. Ab B. Das killt schon. Ja. Das ist dann wohl der Counterpick. Oh. Diesmal ist Rooven da nicht rausgedodged. Aus dem Throw von Cheek. Gab es auch kein Punish für. Oh, da kriegt er. Ah, ne. Und? Oh, das endet ganz anders als Rooven das geplant hat. Reagiert. Das war fies. Und jetzt wieder alles ausgeglichen. Beide ein Stock. Oh, nicht getappt. Und gerade. Wow, die To-Death-Kombos mit Meta Knight sitzen eigentlich ziemlich gut auf jeden Fall bei Rooven. Das habe ich jetzt auch noch nie so gesehen mit Fair, nur mit Nair und Abi immer.
Das ist einfach so. Okay, 1-1. Jetzt natürlich nicht mehr Dreamland. Also mal schauen, wie... Oder sehen wir einen anderen Char. Oha, okay, erwartet. Überlegt. Oh, Cloud. Okay. Also Rufen pickt Cloud. Jetzt kommt nochmal gegen Sheep. Battle. Ja, natürlich Battlefield. Kommt Battlefield. Was denn sonst? Yeah. Ja. Grasbüsch. Mal gucken, wer das Matchup hier dominiert. Also auf jeden Fall... Rufens. Cloud ist auf jeden Fall ein guter Juggler. Aber Skitty könnte ihn auch gut von der Stage einfach kombon. Hier mit Cheek. Oh, Bouncing Fish. 3%. Er kommt noch safe an die Edge. Oh, gut durchgeschildert. Und wieder auf Stage. ...72% auf Cloud. Und jetzt geht das Gejuggle los. Aber bisher waren es nur 2. Oh. Ja, er ist wieder unten. Skitty hat es immer noch nicht so ganz geschafft, nach unten zu kommen. Oh. Wird da fies gejuggelt. Auf jeden Fall jetzt auf 100% ungefähr beide. Und Cloud natürlich noch im Limit-Mode und random Side-B. Und dafür ist er offstage, jetzt ohne. Oh, ne, die Needles haben nicht geklappt. Weak Hit Up Smash von Cloud. Also den Vorteil hat jetzt auf jeden Fall zwischen Rufen. Dadurch, dass er noch nicht tot ist. Mit Rage. Oh, ist Cloud einfach viel stärker, ja. Dash Attack bei 100. Gut, also das Limit ist wieder weg. Bouncing Fish trifft, der ist wieder offstage. Kommt wieder hoch mit dem High Climb Hazard. Und wieder offstage. Oh, er hat ihn nicht für gepunished. Das überrascht mich schon ein wenig. Was überrascht dich ein wenig? Ja, er hat ihn nicht dafür gepunished, dass er mit Abi so free recovered ist. Oh, fast tot! Oh! Da kommt Cloud als erstes runter. Jetzt ist wieder Juggle Mode. 170%, oh. Er versucht es einfach. Hat jetzt schon 65% auf Skitty drauf und da kommt der Track Air. Nice. Okay. Kann noch was abgehen. Ich brauche nur einen Stuhl. Aber ich kipp gleich um. Aber. Das ist so nice. Oh, okay. Also jetzt die ersten Prozente. Oh, ich weiß nicht, was das war. Oh! Okay. Da hat er auf jeden Fall noch nicht genug Prozente gehabt, dass er da einfach gegimpt wurde. Ah. Oh. Und jetzt das ist sehr spannend. Limit ist da. Okay. Oh, das ist jetzt natürlich scary. Das Schild wird immer kleiner. Oh. Oh, okay. Das Back-Air-Spacing. Oh, da hat er ihn. Kriegt ihn auf Stage, aber alles fällt gut. Selbst. Okay, grab. Die Situation ist natürlich jetzt nicht gut für Skitty. 100%. Oh, aber er kommt safe drauf. Oh, den trifft. Fish. Oh, okay. Und das ist das Limit. Ja, er verschwendet es direkt. Safe. 86%. Oh, Forward Air. Forward Throw. Oh, da wurde nicht gepunished hier von Rufen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ah. Oh. Okay. 113% beide. Oh, das war... Der Bouncing Fish. Der war schon risky. Oh, und jetzt kommen die Dash Attacks. Die Rasenmäher. Und das Limit ist auch on deck. Oh. Ja, das Limit ist nicht mehr on deck. No. Ja, das war schon wirklich... Kann man schon fast sagen, Last Hit Moment. Von Cloud sowieso, aber von... Oh, chic. Puh. Das war happy. Steht jetzt 2-1. Jetzt 2-1 für Raiden. 2-1. Haruven. Aber ja, doch. Ja, weiß ich nicht. Können sich noch nicht so ganz entscheiden hier. Sheik? Nee. Oh, er will noch irgendeinen anderen spielen. Ja, wir können es hier jetzt auf jeden Fall nicht entscheiden.
Ja, ich sag, am Ende wird's Cloud. Natürlich. Skelly ist am Überlegen, ob er überlegen soll. Aber als erstes picken soll. Muss er rufen. Ach so. Picken muss erst rufen und dann kommt Skelly. Du musst picken jetzt oder was? Nee, er muss, das siehst du. Counterpick Stage und dann nimmt er seinen Spieler und dann. All Black. Okay. Okay. Also Sheik und Meta Knight. Okay. Uff. Auf Lylat, okay. Jetzt bin ich gespannt. Hat kommen hier irgendwelche Patzer? Band? Weiß ich nicht. Okay, auf jeden Fall interessant. Nö. Beide einverstanden. Gut. 2-1 rufen. Viertes Match. Yep. Das geht aufs Schild. Ist leider nicht mehr so OP wie in Brawl. Das sag ich leider. Ah, das hätte auf jeden Fall ein Bouncing-Fisch sein können. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit erst bemerkt, dass eigentlich jede Fair unter 100% auch ein Bouncing-Fisch ist. Mhm. Oh. Auf jeden Fall hält Sketty brav das Schild gedrückt. Immer, wenn die B rauskommt. Schön, Jab, Jab, du Grab. Fies ausgerutscht von Stage. Schön, zweimal näher. Oh. Okay. Schön, näher, Power Shield to Grab. Ziemlich nice hier gerade von Skelly auf jeden Fall. Clean, ich muss sagen clean. Ja, auf jeden. Oh. Ah, okay. Noch nichts Gefährliches passiert. Ja, also, er nimmt ihn tatsächlich ziemlich auseinander, gerade im Neutral. Mal schauen, ob sich das nicht. Radikal ändert, wenn Rufen mal im Neutral Game gewinnt. Wow, okay. Ein Upsmash. Ziemlich nicer Upsmash von Skelly hier. Skelly hier gut an Führung jetzt mit 50%. Auf jeden Fall viel drin, aber es ist noch gefährlich. Oh, das sieht. Hey. Oh, was? Okay, ich dachte, das wäre safe eine Abi gewesen, aber kann sein, dass er alle dann. Teilnehmer. Vielleicht wäre er dann auch gestorben, weil Internet fliegt auf jeden Fall nicht so weit. Und das ist wieder 3%. Wieder gerade ein Bouncing Fish. Alle dachten mit einem Appeal. Jedenfalls Skelly gut im Führung. Ja, Skelly macht auf jeden Fall gut auf. Der gute Lead inzwischen. Gut. Oh, und die Appi. Ja. Oh, er kriegt die immer echt gut. Ja, muss man. Ein guter Looping geflogen hier von Ruben. 58%. Genau. Wir haben lang überlegen, ballert gleich drauf. 90%. Erstmal Neutral Spacing, Power Whiffs hier und da. Oh, aber da ist die Dash Attack. Oh, okay. Oh, er wollte ihn locken. Böse. Aber wir haben ja Lylat. Ja. Okay. Ich weiß, dass es in Lylat passiert, oder? Die war so kann gut sein. Oh. Okay. Oh. Oh, schön auf jeden Fall. Okay. Mit Backer aufs Schild gespaced. Okay. 130-30. Oh. Oh, es fehlt immer so ein Millimeter. 139. Oh, okay. Er versucht es mit dem Needle Bouncing Fish. 145% schon. Okay. Auf jeden Fall heftig. Was auch immer Skettys Taktik ist, die klappt auf jeden Fall ganz gut. 50%, aber es kann jetzt auch wieder gefährlich werden, ne? Jetzt muss er irgendwie. Wieder ein Fall Throw. Genau. Kann er nicht abthrown und dann ab? Ich würde das gerade eher machen. Okay, ich würde nach hinten laufen, to up. Oh, for diesmal. Misslick. Ziemlich zippelig. Man muss gechillt warten. Ja, jetzt ist ja ein F-Tilt. Oh, sogar das Ende. Okay. 2-2. 2-2. Ja, mal gucken. Ne? Das war schon auf jeden Fall spannend. Ja, jetzt muss Rufen natürlich überlegen, ob er. Hast du unser Handy aufgeladen? Nee, ja. Ich hab glaube ich 150%. Da muss ich auf jeden Fall am Ende saufen. Nee. Aufnehmen. Ja, aufnehmen. Ja, bleibt Skelly Sheik oder geht der einen anderen Spieler? Ja, Sheik ist glaube ich ziemlich safe. Kann befürchten, dass er vielleicht wieder Cloud nimmt. Ja. Aber Sheik, tja, das ist Sheik halt der Vorteil halt jetzt. Ganz ne? gut für ihn geklappt, ne? Ich weiß nicht, also ich glaube Battlefield war auch ein Fehler von Skelly auf jeden Fall zu nehmen gegen Cloud. Ja, auf einfach jeden Fall. Einfach weil das Juggeln dann viel zu brutal ist. Deswegen. Sheik kommt eigentlich mit dem Bouncing Fish immer schon ganz gut von weg. Okay, wir gehen hier wieder auf Smash, wo? Smash, wie?
Changed bei der Players. Puh, Sheik gegen Meta Knight wieder. Best mal of gucken. Five, letztes Match. Schön ausgereizt. Mhm. Nee, so. Bouncing Fish. Oh, die Becker. Erste keine Hit. Chance gegen die DR. Erste von Meta. Hit. Oh. Von Meta Knight. Die Nairs von Rufen sitzen auf jeden Fall. Wenn die Ladder Combos mal nicht ganz so wollen, dann kommt direkt die Nair. Oh, der Attack Abwehr. Oh, irgendwie rausgekommen mit der Abi. Oh, gut. Gut gedodged. Gut. Aber Fledermaus hat ja so viele Sprünge, kann wegklingen. Aber jetzt verteilt er gut, okay. 56. Okay. Oh. Oh, nee. Den einen hat er leider verkackt. Auch da kommt Skelly raus. Okay. Oh, ein Raw F-Smash. Ja. Oh, einmal Bouncing Fish. Darf er nicht so viel rumhampeln auf jeden Fall. Oh, gut gemacht, okay. Guter Griff von Rufen. Keine. Nee. Versucht massiv reinzugehen. Oh, guter Plan. Das war ziemlich greedy und mit Erfolg. Ja. Richtig schön aggressiv. Das war auf jeden Fall eine gute Taktik. Gucken, wie Skelly ist. Oh, okay. Back air with. Hier gibt es erstmal 16%. Wird. Ja. Oh, der Jab an der Edge, habe ich jetzt auch gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ist Imbach. Gute ne? Taktik. Imbach. Oha. Okay. Die spielen ja richtig schnell die Beine. Auf jeden Fall. Oh, und das könnte es sein. Das war's. 3-2. Oh. 3-2. Knappes Set. Das letzte Match war auf jeden Fall. Haruven. Ja, jetzt CC 3-2. War auf jeden Fall heftig. Das habe ich nicht aufgenommen.